Alter, Lukas, das ist nicht. Ich zieh mir direkt so ein in der Fresse. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Wir spielen heute gemeinsam eine Runde. Ja, du hast mich, ich verstehe das schon. Ich kann es voll nachvollziehen. Na. Du hast eigene Stifte? Ich habe eigene Stifte, Alter. Krass, du hast es echt geschafft. Und mein Hund, guck mal, er ist so dreist, hier liegen Leckerchen an der Grenze. Das ist mein Essen! Könnt ihr also. Leute, wir spielen eine Runde Stadtland YouTuber heute. Mit dabei sind die Jungs von Gewitter im Kopf natürlich wieder. Tim und Jan und mein Hund. Hey, was geht? Schön, dass du hier bist, Lukas. Ich gebe dir mal ganz kurz einen Zettel. Stadtland YouTuber funktioniert ja folgenderweise. Wir haben immer einen Buchstaben, der muss ausgefüllt werden. Sobald der erste fertig ist, müssen die anderen den Zettel hinlegen. Könnt ihr hier alles schreiben? Kannst du schreiben? Ja. Okay, dann kriegen wir das hin. Ja. Wenn alle fertig sind, muss der Stift hingelegt werden. Und es gibt für eine richtige Antwort gibt es 20 Punkte, die man allein hat. Für eine doppelte Antwort 10 Punkte. Wisst ihr was, wir gucken mit den Punkten einfach am Ende. Das machen wir einfach. Wir schon die Regeln so währenddessen. Ja eben, Alter. Wir machen das Ganze spannend hier, Digga. Ich bin jetzt keine Olympia hier oder sowas. Wir haben einmal als Kategorie Stadt, Land, YouTuber, Grund für kein Weihnachten, Geschlechtskrankheit und Handwerksberuf. Warum Geschlechtskrankheit? Wer kommt auf sowas? Grund für kein Weihnachten kann eine Geschlechtskrankheit sein. Ganz genau. Du hast schon einen Stift, gib dir mal hier. Einfach so frei. Auf geht's. Okay, ich würde sagen, Lukas, sag mal. Reg die aus! Ich sag A. Ich sag Stopp. Arsch! Stopp. F. Na, Bomb! Oh, Junge, Handwerksberuf. Stopp. Okay, gut, ich hab auf jeden Fall keinen YouTuber gefunden, Alter. Ich auch nicht. Ich schon. Wen denn? Flying Uwe. Du auch? Ich hab Flex. Flex it. Ja, ist falsch, ne, an der Stelle. Flex. Falsch? Ja, Flex it. Okay, Bruder. Lass uns mal zusammen durchgehen. Okay, bei Stadt habe ich Freiburg. Frankfurt. Flensburg. Friedrichshafen. Okay, da können wir uns alle schon mal 10 Punkte für geben, weil wir nichts doppelt haben, okay. Als Land habe ich Frankreich. Finnland. Oh, als ob. Okay, dann kriegt ihr 5, ich 10. Ja. YouTuber habe ich gar keinen. Ich auch. Flying Uwe, 10. Also zählt das nicht? Penis. Penis ist auch falsch. Es gibt bestimmt mal Konteflex, heißt es. Ja, bro. Festivität abgesagt habe ich bei Grund für Weihnachten. Ja, die Festivität, also Weihnachten wurde abgesagt. Hey, was denn das für? Ich habe eine Fehldiagnose. Und ja, das darüber bin ich euch heute. Nee, ja, tut mir leid. Flugzeugabsturz finde ich geil. Ich hab Feuer. Also eine Fehldiagnose, weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch noch Fehlgeburt geschrieben, aber das fand ich ja, das wäre ein Grund für mich, kein Weihnachten zu feiern, Alter. Ja. Geschlechtskrankheit habe ich die Pfahlwarze. Ich habe Feigwarzen. Ich habe Fliegen im Genital. Passt. Ich lese mir das einfach nicht vor. Was hast du? Nix. Sag's. Also Lukas! Irgendwo ist es schon richtig. Ich schreib mir jetzt hier 10 auf. Ich schreib mir auch eine 10. Handwerksberuf hab ich den Fischer. Friseur. Boah, Friseur, das hätte ich auch. Was hast du da? Flammkuchenhersteller. Oh, nee. Alter, Digga, du kannst dir nicht einfach irgendwas aus dem Arsch ziehen. Doch, das stimmt. Das der Flammkuchenhersteller, das ist ein Bäcker, ein sogenannter. Nein, nein. Das ist eine spezifische Berufsbezeichnung. Ja, ja. Was hast du, du stehst bei F. Nein. Handwerksberuf mit Hitler. F. Hitler ist auch kein Handwerksberuf. Alter. Das ist schon eine 10, oder, bei mir? Digga, da gebe ich dir maximal eine 5 für, Alter. Also Friseur eine 10, Fischer habe ich auch eine 10 für F. Lukas gibt's nicht. Nein! Willst du keine 10 Punkte? Du zählst im Kopf das ABC durch und ich sag einfach Stopp. Stopps. Stopp. Alter, ich bin so nass. Boah. Stadt habe ich Unna. Ulm. Utrecht. Was ist nicht Utrecht. Ja, ist aber richtig. Utrecht. Richtig, ja. Ja, geht. Okay, was hast du da? Ulm. Dann kriegt ihr 5 und wir beide 10. Land habe ich Uganda. Uganda. Ukraine. Ich hab originär, aber das gibt's originär. Ich hab's selber durchgestrichen. Digga, Lukas, wollen wir ganz. Wie heißt das? Ja. Über originär. So ein. Ich hab immer wieder durchgestrichen. YouTube hab ich Unge. Ich hab auch Unge. Unsympathisch TV. Grund für kein Weihnachten. Ungesunde Lebensweise führt zum Tod. Also, wie hast du geschrieben? Ja, ja, ganz schnell. So richtig. Ich hab Urinprobleme geschrieben. Das ist cool. Ich hab eine Untersuchung. Alter, Lukas, nee, sorry. Doch. Also, nee, nein. Hä? Wenn du an Heiligabend eine Untersuchung hast. An Heiligabend hat man keine Untersuchung, Alter. Ich schon. Ja, perfekt. Dann will ich auch hoffen, dass du dieses Jahr kein Weihnachten feierst. Nee. Was hast du da? Eine UFO-Invasion am 23. Und das ist kreativ und sowas will ich hier sehen, Alter. Du schreibst dir da keine Punkte auf. Ich hab mir 10 aufgeschrieben. Urinprobleme, da gibt's doch keine 10 Punkte für, Alter. Ja, wenn du unter Weihnachten pisst, kannst du da trotzdem noch feiern. Ja, aber nicht, wenn es so stark wehtut, dass man nicht aufstehen kann oder nicht. Ja, wer hat denn solche Urinprobleme? Du kannst ja Weihnachten auch liegen feiern. Also, ja, was machen wir? Ja, also ich finde das gut. Was hast du denn da stehen? Ich habe ungesunde Lebensweise tot. Also ungesunde Lebensweise führt tot. Und das ist zufällig an Weihnachten so. Ja, weil man an Weihnachten stirbt, da kann man nicht feiern. Und ich habe eine Untersuchung und kann deswegen nicht kommen. Nee, da gibt's 0 Punkte für. Ey. Also ich krieg schon so. Die gebe ich 5, okay? Was? 5. Ja, dann krieg ich auch 5. Du kriegst Penis! Gut, Geschlechtskrankheit habe ich eine Urinansammlung gemacht einfach. Habe ich keine. Und ich habe ultraroter Auswurf. Ich habe U. Ultraroter Auswurf finde ich stark. Da gibt es auf jeden Fall Punkte für.
eine Urinansammlung, ja, im Schritt halt, das ist halt Inkontinenz, dachte ich, damit zu verknüpfen. Ist das eine Geschlechtskrankheit? Eigentlich nicht, aber ich meine, wenn man ständig pisst, wie geht man damit um? Also eine Geschlechtskrankheit ist auch eine sexuell übertragbare Krankheit. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit beim einen reinpisse... An der Stelle egal. Ja, komm, null Punkte, Alter. Ich gehe schon. Handwerksberuf habe ich den Urologen, weil der muss halt nur wirklich mit der Hand arbeiten. Ist ein Arzt, Alter. Ist das ein Handwerk? Kein Handwerk. Doch, nein. Ist der Ärztekammer. Hör doch auf jetzt. Alter. Aber der Beruf des Arztes ist ja wohl... Nein, stopp. Nee, der Beruf des Arztes ist ja wohl eher ein Handwerk als... Schreibt es in die Kommentare, Leute. Das ist ungeschickt. Also ich muss sagen, Ärzte sind keine Handwerker. Lukas, ich zähle im Kopf durch von A. Nee, jetzt von zähl ich im Kopf an. Durch. Du musst. Rückwärts. Nein. Stopp. Blond und blöd. Ich habe wieder keinen YouTuber, ich kenne einfach keine. Standardskill? Standardskill, wer ist das, Alter? Nie gehört. Ficken! Genau. Stadt habe ich Schwerin. Sau Rücken. Ich auch. Sau Paulo. Oh, sehr stark, ja, Alter. Noch nie gehört, Alter. Keine Ahnung. Land habe ich die Schweiz. Seychellen. Das Seychellen. Ist die Seychellen sind ein Land, ja. Das ist eine Inselgruppe, ja. Ich habe Schweden. Ich fühle mich richtig. YouTube habe ich gar keinen einfach. Ich habe Sascha Hellinger. Der heißt unsympathisch. Der heißt unsympathisch. Nein, Bro, er heißt auf Instagram. Auf Instagram heißt er Sascha Hellinger. Aber da, ich steck da diesen Stift in deinem YouTube. Der heißt Sascha Hellinger. Ich YouTuber. Denk, das sind deine Daten. Ja, nein, YouTuber. Ey, ich kann nicht sagen, dass das jetzt nicht zählt. Nein, das zählt nicht. Das zählt. Das okay, aber ich würde sagen, Sascha Hellinger zählt schon. Ja. Ja, nee, Alter, sorry. Da muss ich sagen, der Kanal heißt Unsympathisch TV. Also hier steht aber YouTube, nicht YouTube-Kanäle, sondern ja, YouTuber. Ja, da steht YouTuber. Und Sascha Hellinger ist ein YouTuber. Okay, komm. Aber ich habe so oder so nur 10, mir ist egal. Okay, bei gut. YouTuber habe ich Selfie-Sand. Was hast du denn? Ich habe gar nichts. Grund für keinen Weihnachten, schwere Explosion im Nachbarhaus. Kann ja sein, ne? Ja, ich habe Saxophonunterricht. Alter, Lukas, es ist nichts. Können wir ganz kurz uns darauf einigen, dass das kein Grund ist, für nicht Weihnachten? Doch, Alter. Wenn ich an Weihnachten diesen Unterricht habe, kann ich den nicht. Den hat man aber nicht an Weihnachten, Alter. An Weihnachten schon. Muss eine Tragödie passieren, damit man nicht feiert, Junge. Ja, ich habe Samenstau. Und auch das ist kein Grund für kein Weihnachtsfest. Ja, doch, das weiß, das tut weh. Das tut nicht weh, Alter. Doch. Das tut nicht weh. Wenn sich das über mehrere Monate anstaut, irgendwann Platz dann macht. Kannst du dir einfach entwickeln und Weihnachten feiern. Der geht ja nicht, weil es ja gestaut ist. Was hast du da? Schweizer Invasion am 4. Advent. Und das ist wieder kreativ. Das schreibt doch direkt einen Roman, Alter. Ja, dann wenn der besetzt wäre, dann wäre es. Also, ich gebe euch. Nee, sorry, da gebe ich euch beiden gar nichts für und du kriegst 10 und ich krieg für die Explosion auch 10. Samenstau gibt gar nichts, Alter. Tut mir leid, Junge. Ich stell's gerade, habe ich voll reingeschissen, habe ich geschrieben, Scheiße. Im Harnleiter schimmelt. Ich hab Syphilis. Syphilis ist eine saudumme Infektion. Perfekt. Noch allgemeiner geht es doch nicht. Was hast du? Gib's ich hab super rotes Urin. Was? Okay. So. Saudumme Infektion, 0 Punkte. Ey, warum? Bro, eine was ist denn eine saudumme Infektion? Ja, alle Infektionen sind saudumm. Ja, so. Ja, eben. Nee. Scheiße im Harnleiter schimmelt, kann passieren, wenn man Analverkehr was verübt. Was hast du geschrieben? Im Harnleiter schimmelt. Ja. Aber das verschimmelt da nicht so schnell. Das meinst du, aber wenn es mit dir irgendwann schimmelt. Da findet sich irgendwelche Geschichten. Ich bin mir sicher, dass es schon irgendwie passiert ist. Irgendwem könnte das schon mal passieren. Dann ist es eine Geschlechtskrankheit, weil das hat man im Geschlechtsteil 5 Punkte wieder. Ja, und Infektionen sind auch eine Geschlechtskrankheit. Aber nicht saudumme Infektionen. Also tut mir leid, du wolltest einfach nur irgendwie, hättest auch schwere Infektionen schreiben können, Alter. Ja, ich geb dir auch für super rotes Urin, gebe ich dir 5 mir auch. Für Syphilis gibt es doch 10. Auf jeden Fall gibt es 500 für alle. Ja, Syphilis 10. Der Handwerksberuf hat die Schweißer. Schädlingsbekämpfer. Ist ein Handwerk? Ja, doch. Stimmt. Ja, ich hab Schneider. Komm. Was hast du da? Ein Strich. Ja. Ja, ist ja kein Beruf, ne? Also Stricher ist ja kein Beruf. Stricher! Stricher. Ich hab Stricher! Naja, ich hab nein. Ja. Hier, Stricher. Nein. Okay, wer zählt durch im Kopf? Ich zähle. Okay, stopp. Hitler! Ich hab noch nicht mal angefangen. Okay. Okay. A. Stopp. B. Stopp. Als ob. Alter, ich hab so reingetried, Junge. Oh, das ist stark, Alter. Da muss man auf jeden Fall mit den Händen arbeiten, aber will er nicht. Bei Stadt habe ich Baden-Baden. Brisbane. Braunschweig. Boah, jeder. Alter, stark. Mr. Worldwide hier am Start. Land Bolivien. Bremen. Das ist doch kein das Land. Das ist ein Bundes. Ich kenne mal direkt noch ein Bundesland. Ist irgendwo, hört auf. Du hast schon sehr viele Kulanzpunkte. Bundesland. Nee, es geht um Länder. Land ist per Definition ein Land und nicht ein Bundesland. Habe ich sehr stark erklärt. Ich habe Belgien. Bosnien-Herzegowina. Belgien nehme ich als Land nicht ernst, 0 Punkte. Nein, Spaß. Okay, Szene. YouTube habe ich Bibis Beauty Palace. Ich auch. Der Boris Becker. Das ist doch kein YouTuber. Alter, macht YouTube. Nein. Macht ihr nicht. Wo macht denn Boris Becker YouTube? Hitler. Der hat eine Finanzkrise. Ganz genau so sieht es aus. Er sollte YouTube machen. Grund für keinen Weihnachten, Brand vom Tannenbaum tötet. Also, der Tannenbaum brennt und stürzt davon. Das ist gut.
Hä? Tim? Da steht irgendwas mit Backöl, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Bakterieninfektion. Nee, da habe ich irgendwas anderes geschrieben. Ich wollte irgendwas. Lukas? Sagen. Doch, Bauenhöhlen! Boden fällt weg. Bauchhöhleninfektion. Da steht einfach nur Boden. Ja, ich war nicht fertig. Da steht Boden, gesagt. Alter. Nee, Boden, gesagt. Boden ist kein Grund für kein Weihnachten. Ich hab Bauchhöhleninfektion. Ich hab Bauchhöhleninfektion lass ich gelten. Boden ist kein Grund für Weihnachten. Oh. Geschlechtskrankheit hat Blasenentzündung. Ist safe, ist ein 10er, Alter. Und Handwerksberuf habe ich den Baumeister. Ich hab den Bestatter. Bläser. Der die Gläser bläst. Das heißt Glasbläser. Ja, können wir gelten lassen. Machen wir 10. Lukas? Hitler! Nichts. Ja, Hitler ist kein Handwerker gewesen. Nee. Richtig. Das ist jetzt letzte, ne? Ja, letzte Runde. Okay, wir lassen uns richtig viel Zeit. Mhm. Wir machen das Ganze spannend. Wir müssen da gucken. Stopp. Nee. Stopp. Stadt Würzburg. Warschau. Wilhelmshaven. Wolfsburg. Land. Weißrussland. Ja. Oh, scheiße. Ich hab weh. Wakanda ist auch okay, oder? Wo ist das? Wo soll das in denn Afrika sein? Nein, das gibt es nicht. Wakanda, stopp. Warte, stopp. Stopp, ich suche euch das jetzt raus. Hey Google, zeig mir Bilder von Wakanda. Gut, ist aus Black Panther, also. Ist aus einem Film. Aber nein. Das Land heißt Black Panther. Ja, das ist aber, das ist aber Wakanda in einem Film. Also wenn es ein Land hat, dann müsste es halt Wikipedia-Eintrag haben. Okay, warte, hat es. Nein, komm jetzt. Es zählt nicht. Ist scheißegal. Nee. Es ist aus Black Panther, das Land. Ja, eben. Ach, alter Mann. Ja, okay, 0 Punkte. YouTube habe ich, wer weiß denn sowas, der YouTube-Kanal von dieser Serie. Ich hab geschrieben, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas, ist vollkommen falsch. Bei YouTube habe ich nichts. Was hast du? Ich hab W. W ist kein YouTuber, ja. WWW habe ich. Nee, das stimmt nicht, das hast du nicht. Oh, das Grund für kein Weihnachten, wichtiges Meeting mit Chef ums Überleben. Weihnachtsmann ist im Judentum konvertiert. Dafür gibt's 20 Punkte, Alter. Ich hab Wadenamputation. Das ist auch 10 Punkte. Ich hab Wildschwein essen, lebe wieder und bringt alle um. Das ist auch 10 Punkte. Dafür kriegst du wirklich 20, Alter. Das ist so stark. Das finde ich so witzig. Ich lese gerade Warzen am Sack. Warzen genital. Ich hab Wurzelbildung im Intimbereich. Wurzeln. 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 Ja, Wurzeln. Das ist unnütz. Wir sind keine Bäume, Alter. Ja, aber es kann passieren, dass sich da Wurzeln bilden. 0 Punkte. Nein! Nein! Wurzeln und nicht irgendeinen Wurzeln! Nerd! Halt's Maul, der Wurzeln ist meine Baumjunge! Du hast so viel erfunden in diesem Laumige. 5. Maximal. Handwerksbuch habe ich den Weinkelter. Was ist ein das denn? Weinkelter! Ein Kelter! Ja, das ist auf Winzer. Auf die Ausbildung habe ich mich tatsächlich Winzer, mal beworben. Weinkelter, Winzer. Aber es ist beides mit W. Ich hab nix. Was hast du? Auch nix. Und du? Waffenbauer. Ich habe mir einfach mal 10 Punkte gegeben. Perfekt, passt. Okay, dann ziehen wir zusammen und dann rechnen wir. Gut, wie viel habt ihr? 160. 200. Lukas? Penis! Kann ich gehen? 131, ich hab 235. Ich hab 100 Punkte mehr als du, Alter. Ja, Lukas, damit kriegst du auch die heutige Strafe. Wir haben nie gesagt, dass wir eine Strafe machen. Ganz genau, aber Leute, es wäre ja langweilig, wenn wir keine Strafe hätten. Ich mach keine Strafe. Ich mach keine Strafe. Für dich. Ist ich esse kein Hundefutter. Ich esse kein Hundefutter. Einen Nupsi. Nein! Ich hätte es als Vegetarier auch gegessen. Ich esse es nicht. Boah, das mieft schon so. Lukas, ist es drin. Pferd, Rind, Kartoffel, Rosmarin und Apfel, bitte. Ich werd kotzen. Du musst ja nicht kauen, du kannst ja runterschlucken. Schluck einfach runter. Ich muss aber esst es doch. Nee, mach ich nicht, weil ich ja nicht verloren hab. Alter, wir haben nie gesagt mit einer Bestrafung. Genau, das kommt immer am Ende. Also bitte. Dinger kaputt. Oder? Warum riechst du denn da dran, Alter? Ich kann dir auch Nassfutter holen, das ist noch ekliger. Kau es und schluck es runter, ich schwöre dir, das schaffst du. Ich hab's als Kind auch schon mal gegessen. Ist weg? Ja, und ich hab gar nichts geschmeckt oder siehst so. Siehst du mal? Perfekt, ist doch super. Okay, ich dann essen. Kommt jetzt der Rest. Willst mehr haben? Leute, ich würde sagen, das war's für dieses wunderschöne Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, bei den Jungs auch noch ein Video online gegangen. Ihr macht gerade Daily Uploads, habe ich gehört. Genau. Schaut euch meine Zuschauer, ihr habt es gerade gesehen. Bei mir kam auch noch ein Video, grüßt ihr gerne an der Stelle raus, danke. Perfekt, das haben wir rezensiert, Leute. Das war's auf jeden Fall für dieses wunderschöne Video. Also rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao. Feigwarzen. Feigwarzen ist auch stark.